Ja, herzlich willkommen, liebe Motorsportfans. Wir melden uns diesmal vom Hungaroring mit der Pro Superbike Serie. Der fünfte Lauf, der Shell-Preis von Budapest. Diese herrlich gelegene Strecke vor den Toren Budapest. Einige Motorsportfans werden diese Rennstrecke noch kennen. Vor ein paar Jahren fanden hier ja auch Formel 1 Rennen statt und an diesem Wochenende die Pro Superbike Serie. Und im Training haben wir schon viele, viele Spitzenleistungen gesehen der Fahrer. Und es wird sicherlich ein spannendes Rennen. Über 16 Runden wird es gehen auf dieser 3,9 Kilometer langen Strecke mit vielen, vielen Kurven. Da ist der ganze Fahrer gefordert bei dieser spannenden, international ausgeschriebenen Serie. Edwin Weibel war im Training der schnellste. Aber dazu kommen wir natürlich gleich mehr. Wir versuchen ihn natürlich die Technik ein wenig näher zu bringen dieser Serie. Und ein ganz interessantes Kapitel dabei natürlich wie immer im Motorsport, die Reifen. Hier bei mir steht der Herr Rainer Lohmann, der Produktleiter Zweiradreifen bei der Firma Michelin. Herr Lohmann, inwieweit beeinflusst der Rennsport die Entwicklung von Motorradstraßenreifen? Also ich möchte sagen, dass der Rennsport die Reifenentwicklung sehr stark beeinflusst. Wir haben es in der letzten Zeit immer wieder festgestellt, dass wir doch nicht die Fahrer haben, um auf unserem Versuchsgelände in Ladoux Entwicklung betreiben zu können. Und wir müssen dann vor Ort gehen, uns bei den Rennveranstaltungen mit entsprechenden Fahrern, die auch die Kapazität haben, für die Weiterentwicklung unserer Straßenrennreifen Sorge zu tragen. Wenn ich dieses eine Beispiel mal nennen darf, was gerade vor uns steht, eine Kawasaki ZXR 750, eine weit verbreitet eingesetzte Maschine, können Sie hier erkennen, dass wir hier einmal die Slicks-Reifen einsetzen, die aber dann gleichzeitig für die Straße nicht als Slick-Reifen eingesetzt werden dürfen, sondern sie müssen also ein Profilreifen, es muss ein Profilreifen sein, der eine Straßenzulassung hat. Alle diese Komponenten, die wir hier vor Ort feststellen, fließen also in die straßenzugelassenen Reifen hinein. Und das ist das Ergebnis. Hier zum Beispiel unsere Highsport TX11, das Vorderrad, TX23, das Hinterrad. Diese, kann man sagen, stammen ausschließlich aus der Entwicklung und aus der Partizipation der Rennfahrer mit uns zusammen, um diese Entwicklung zu betreiben. Ja, Herr Lohmann, wir sehen jetzt drei unterschiedliche Reifentypen hier, einen Slick, einen Intermediate und einen Regenreifen. Was sind die charakteristischen Merkmale dieser Reifen und inwieweit beeinflussen sie das Renngeschehen? Ja gut, einmal, Sie sagten das gerade schon, wir haben hier einen Slick, der nur eingesetzt wird, wenn es wirklich trocken ist. Es darf nicht ein Tropfen Regen, auf Deutsch gesagt, auf der Fahrbahn sein. Wobei wir den Regenreifen einsetzen, genau im entgegengesetzten Sinne. Das heißt, es muss sehr, sehr viel Regen auf der Strecke sein, um die Wahl des Regenreifen leicht zu beeinflussen und zu sagen, das ist der Reifen. Und am schwierigsten ist es, wenn wir den Intermediate-Reifen einsetzen, wenn wir nicht genau wissen, ist die Straße trocken, halbtrocken oder ganz nass. Das ist die schwierigste Entscheidung, aber es gibt viele, viele Einsätze, wo wir den Intermediate oder wo der Intermediate-Reifen gerechtfertigt ist. Da, wo wir nichts sagen können, die Straße ist sehr nass oder die Straße ist sehr trocken. In dem Falle brauchen wir auch ein Intermediate. Aber am liebsten ist uns immer wieder, wenn wir auf den Slick zurückkommen, weil das ist die sicherste Bereifung für einen Motorradrennfahrer auf einer Rennstrecke. Das bedeutet also, der Rennfahrer entscheidet damit über Sieg oder Nicht-Sieg. Können Sie da noch ein paar Takte dazu sagen? Na gut, ich würde sagen, alle drei Reifenvarianten entscheiden letztendlich über Sieg oder Niederlage. Das ist, glaube ich, keine Frage. Jeder Reifen zu seinem speziellen Einsatzzweck verwendet, wird er immer über Sieg oder Niederlage entscheiden. Aber am wichtigsten ist natürlich die Slick-Bereifung, wo man von ausgehen kann, dass dort also nicht der Unsicherheitsfaktor Nässe eine Rolle mitspielt. Da kann man ganz genau sicher gehen, dass der Reifen mehr entscheidet über Sieg oder Niederlage als hier, wobei es hier teilweise ein Bang-Spiel ist, wo man nicht genau weiß, ob es aufgeht, weil der Grat ist doch sehr schmal. Jetzt beschäftigt uns, wenn wir hier diese Riesenmenge Reifen sehen, natürlich die Frage, wie viele davon brauchen Sie an einem Rennwochenende, beziehungsweise werden die alle verbraucht? Nein, alle verbraucht werden sie sicherlich nicht. Es kommt natürlich immer auf die Veranstaltung an. Bei dieser Veranstaltung hier in Budapest haben wir ca. 1500 Reifen dabei, von denen man ungefähr sagen kann, dass wir im Schnitt, denke ich mir mal so, um die 300, 400 Reifen wohl einsetzen oder verbrauchen werden. Wir müssen halt immer ein paar mehr dabei haben, um auf verschiedene Einsatzarten, je nach Temperatur, dann die Reifen auszuwählen. Und das zufolge bringt es schon mit sich, dass man so viele Reifen mitnehmen muss. Eine Frage zum Personalbedarf. Wie groß ist denn die Crew, mit der Sie an einem Wochenende hier beziehungsweise überhaupt an den Rennstrecken vertreten sein müssen, um die ungeheure Menge an Reifenwechseln zu bewerkstelligen? Ja, auch das ist wieder unterschiedlich, je nach Veranstaltung und nach Klassen, die an einer Veranstaltung teilnehmen. Hier bei dieser Veranstaltung, muss ich sagen, sind wir mit 6 Personen, die hier aktiv arbeiten. Und ich denke mir, dass das eine gute Zahl ist, um das alles bewerkstelligen zu können.
Herr Lohmann, wir danken Ihnen für den interessanten Exkurs in die Rennreifentechnik, der aus begreiflichen Gründen noch nicht ganz ausführlich sein konnte heute. Danke sehr. Ja, aber schon wunderbar ausführlich diese kleine Vorstellung der Technik im Bereich des schwarzen Golds der Rennsportszene, im Bereich der Reifen. Ich denke mal, an diesem Wochenende auf dem Hungaroring wird man mit Slicks auskommen, denn Sie sehen es, die Hitze flimmert, es prickelt, Spannung liegt über der Strecke und zu jedem vernünftigen Superbike-Rennen gehört natürlich auch ein Lokalmatador, in diesem Fall der überaus beliebte Ungar Apa Tamati auf seiner gelben Yamaha mit der Nummer 70, seit Jahren ein interessanter und gern gesehener Gast auf den Rennstrecken. Beim letzten Rennen am Salzburg-Ring erlebten wir Apa Tamati ja mit einem fürchterlichen Sturz, mit einem Crash mit Michael Liedl, dem die Kette abgesprungen war. Tamati damals ziemlich schwer verletzt und wir haben uns alle ein wenig gewundert, dass er an diesem Wochenende schon wieder fit ist. Grund genug natürlich für uns, ihn, diesen Lokalmatadoren Apa Tamati auf der gelben Yamaha mit der Nummer 70, ein wenig näher vorzustellen und wir sind gespannt, wie er uns seine schnelle Genesung erklärt. Ein Rennen der Pro Superbike-Serie am Hungaroring in Budapest kann natürlich nicht funktionieren, wenn man nicht mindestens ein Interview mit Apa Tamati, dem Lokalmatador, macht. Apa, der mehrmaliger ungarischer Champion ist und natürlich sein Teamchef Hati Laks. Herr Laks, wie ist diese Zusammenarbeit mit dem Apa Tamati zum Tragen gekommen? Wie haben Sie ihn kennengelernt und wie hat sich das Ganze so erfolgreich entwickelt? Ich kenne Apa Tamati seit einigen Jahren und ab 1992 haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Da habe ich ihm zum ersten Mal einen Motor gemacht, habe ihn da auch schätzen gelernt, dass er genaue, präzise Aussagen über Motorräder, über Motoren und auch über Fahrwerkseinstellungen machen kann. Daraus hat sich eine dichtere, eine direktere Zusammenarbeit ergeben, sodass wir zusammen jetzt in unserem Team zusammenarbeiten und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch etwas erfolgreicher sind, wie es bisher war. Es war nicht ganz so glücklich verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, Apart, du hast natürlich im dritten Lauf zur Pro Superbike-Serie arges Pech gehabt und hast dich da arg verletzt und einen bösen Unfall gehabt. Kannst du uns sagen, was damals passiert ist und wie du dich inzwischen von den Unfallfolgen erholt hast? Ja, schade ist, ich fahre den sechsten Platz, Liedl fährt zweiten Platz und Liedl-Kette kommt über von Kettenrad und der Motor stoppt und eine Vierleiter kommt hinten und alle ist gerade und dann ich bin der Letzte. Alle geht raus und ich in letzter Minute keine Chance. Ich karambol mit Liedl. 80 km per Stunde Differenz. Das ist schlecht. Und, ich glaube, ist das Problem, schade ist, dass nicht viel Zeit hat Liedl, aber nicht Hände hoch gemacht. Vorne uns fahren Kellenberger, Marcel Kellenberger, und eine halbe Sekunde Gas weg, wann schon ist der Liedl hat Problem, zu spät, und Gas weg. Und meine Chance nur, ich nicht karambol mit Kellenberger, muss ein bisschen links fahren. Und dann ich links fahren, dort ist der Liedl mehr langsamer fahren, 80 km, wenn du da langsamer fahren wie ich. Ich circa fahren 200 km per Stunde, Liedl 120, und dann ist keine Chance überlenken. Und dann das Karambol. Aber dann, ich hatte Glück, nur meine Hemd gebrochen und alle anderen ist vergessen. Wie hast du dich seitdem erholt, beziehungsweise was hast du getan, um so schnell wieder so fit zu werden? Schade, ich liebe Hungaroring. Ich kann an dieser Strecke viele Rennen fahren, mit vielen Rennen gewonnen. Und schade ist, das ist eine schlechte Serie jetzt. wenn ich umfalle, mein Hemd ist nicht 100%. Diese Strecke ist sehr schwer, viele Kurven, viele Bremsen. Hier ist der Brocken, gute Kondition und gute Hemd auch. Schade jetzt nicht 100%. Vielleicht ist nächste Rennen viel besser. Es spricht aber alles für deine extrem gute Kondition, dass du so schnell schon wieder auf dem Motorrad sitzt und auch nicht ganz weit hinten fährst. Und wir wünschen Ihrer Zusammenarbeit alles Gute und natürlich dir gute Besserung und viel Erfolg im Rennen. Da ist er im Bild, Apa Tamati bei der Startaufstellung mit der Nummer 70. Der sympathische Ungar doch schon wieder erstaunlich fit. Die vierte Startreihe im Training
beweist es, dass er alles getan hat, um für sein Heimrennen fit zu sein. Und hoffentlich kommt er heute in die Punkte. Wir drücken ihm natürlich die Daumen. Die Pro Superbike Serie boomt und boomt und boomt. Immer mehr Fahrer aus der internationalen Szene nehmen an dieser Serie teil. Und wir haben gleich einen ausgesprochen interessanten Neuzugang für Sie bei dem Rennen. Jetzt das erste Mal dabei hier am Ungaroring. Und wir sind natürlich gespannt, wie die Fahrer sich auf dieser schwierigen Strecke bewähren werden. Andreas Hoffmann im Bild, der Mann mit den weißen Punkten auf dem schwarzen Helm, der alte Haudegen. Zweimal war er ja schon Meister in der Superbike-Serie in seiner Karriere und er versucht natürlich alles, um das noch einmal zu schaffen. Sven Seidel, eine interessante Veränderung in seinem Team. Er fährt diesmal zum ersten Mal eine Ducati und zwar fürs Rubato Lords Racing Team. Und da ist die Nummer 1, Edwin Weibel, der amtierende Meister. Ab dem fünften Lauf zur deutschen Pro Superbike-Serie haben wir einen Neuzugang, das finnische RKM Racing Team mit der Kawasaki. Der Fahrer ist Mikael Lundvall, ein sehr internationales Team. Finnisch, wie gesagt, schwedischer Fahrer auf dem japanischen Motorrad in der deutschen Pro Superbike Serie und das Ganze momentan am Hungaroring in Ungarn. Michael, I told the audience, you have a very international team. Finnish, as I said, and on a Japanese motorcycle, Swedish driver in the German Pro Superbike Championship. And that's all on the Hungaroring at Budapest this time. Michael, what made you change into the German Pro Superbike Championship? And because it's interesting, because the audience asks if you have no interest anymore in the Swedish Championship. Well, the Pro Superbike Series, I think, is very good for us to be a better driver. Team starts to work better. We can learn from other teams, and the competition is very good. And in the Swedish championship, we will only drive one or two races. So we are planning to drive all the rest races in Pro Superbike from now on. Ja, Mikael Lundvall plant, ab sofort die gesamte deutsche Pro Superbike-Serie zu fahren. Nur noch ein oder zwei Rennen in der schwedischen Meisterschaft. Er war übrigens letztjähriger schwedischer Champion. Und er will diese Serie besuchen, um halt fahrerisch besser zu werden, von den anderen Teams zu lernen und auch den einen oder anderen Punkt zu ergattern. Michael, what is your idea because of the race number 5 at the Hungaroring and number 6 at the Hungaroring? Are you expecting to get some points or what will you do? Michael, hoffst du einige Punkte zu machen in diesem Rennen hier am Hungaroring oder willst du ganz vorne mitfahren? Yeah, we want points. That's what we are after. But we don't want to go too fast forward either. So we'll see next race. It starts with points. I hope so. And the next race we learn more and be faster. Ja, in diesem Rennen möchten Sie einige Punkte schaffen und dann, um dann in den nächsten Rennen schneller zu sein und der Konkurrenz um die Nase zu fahren. Nun hattet ihr auch eine sehr, sehr lange Anreise, wurde mir gesagt. Michael, you had a very long distance from Sweden to here. How long was it? For me, it was only with the plane, but my Finnish team, they had to travel 3,000 kilometers and from Monday morning to Friday morning. So it was a very long trip for them. Ja, er sagt, für ihn war es kein allzu langer Weg, aber seine Crew hatte ungefähr 3000 Kilometer zurückzulegen von Montag früh bis Freitag und dann waren sie hier und sind sofort ins Gewühl gestiegen und haben das Motorrad präpariert. Ja, wir wünschen dir, dass sich dieser ganze Aufwand rentiert und dass du hier, wie gesagt, in die Punkte fährst und viel Erfolg für die weitere Serie. Michael, we wish you all that you get the points you want and that you will be in front for the rest of the series. And good luck for the race. Thank you very much. Thank you. Ja, diesen freundlichen Wünschen können wir uns nur anschließen. Im Training lief es bereits ganz gut für den Neueinsteiger in der Pro Superbike Serie. In der fünften Startreihe immerhin vor so schnellen Leuten wie Martin Wimmer oder Rainer Jenisch. Wir sind gespannt, die Vorbereitungen aufs Rennen laufen. Da werden noch einmal die Reifen angewärmt und hochgradig gespannt sind wir natürlich auch wie immer auf unserem heutigen Expertentipp und ich kann Ihnen einen wirklichen Experten versprechen und wir sind schon mal ganz gespannt, wie sein Tipp aussehen wird und vor allen Dingen dann hinterher auf die Auflösung des Expertentipps der Pro Superbike Serie. Guten Tag, mein Name ist Franz Josef Schermer von Motorradmagazin Mo. Wir haben ein recht großes Rennteam in der deutschen Meisterschaft laufen mit vielen verschiedenen Fahrern.
Ich versuche hier einen Tipp abzugeben. Letztes Jahr habe ich den Daumen nach unten bekommen, heute hoffe ich, dass ich ihn nach oben bekomme. Ich tippe auf Edwin Weibel, denn Edwin kam die letzten beiden Jahre schon immer erst im Laufe der Saison nach vorne und er ist diesmal sehr gut motiviert, ist Trainingsschnellster und wenn er als Erster in die erste Kurve einbiegt, wird er das Rennen gewinnen. Vielen Dank. Ja, wir sind gespannt, inwieweit der Tipp von Franz Josef Schermer mit der Realität dann hinterher übereintrifft. Hier die Startreihe Edwin Weibel vor Michael Rudroff. Dritter dann Michael Liedl mit der 17, Udo Mark auf der 4. Roger Kellenberger, der schnelle Mann aus der Schweiz, vor Sven Seidel, Rob Phillis. Und dann kommen wir schon zur dritten Startreihe. Jochen Schmid, der Sieger vom Salzburgring, vor Andy Hoffmann. Bernhard Schick ist auch gut mit dabei. Herbert Enzinger mit der 77 ebenso. Thomas Franz, Herr Körner mit der Nummer 8 ist gut dabei. Dann in der fünften Startreihe, da kommt es dann langsam zum Ende des Feldes der Pro Superbike Serie an diesem Hungaroring. Michael Ernst sehen wir da und Michael Galinski in der sechsten Reihe, siebte Startreihe, auch dort internationale Besetzung mit einem Schweizer, Urs Weder zum Beispiel, achte Startreihe. Das sind dann eher die Nachzügler, die wohl kaum eine Chance auf den Sieg in diesem Rennen haben werden. Und auch die neunte Startreihe, da Michael Schneider dabei und Herr Berkermann. So, Vorbereitung auf Start, das rote Licht leuchtet und grün. Und gut vom Start weggekommen mit der Nummer 9, Michael Liedl, aber ebenso Udo Mark mit der 17. Wir sind gespannt, wer in die erste Kurve einbiegen wird. Und es ist Michael Liedl. Dieser Abstand ist natürlich gigantisch. Das sah verdächtig nach einem Frühstart aus des Manns mit der weißen Kawasaki. Eigentlich sollte er ja im Team Green Kawasaki fahren. Da gab es dann einige Querelen. Er ließ einige Rennen aus, aber in Salzburg war er dann auf einmal wieder da mit einer furiosen Leistung. Vierter wurde er dort im zweiten Rennen. Und jetzt führt er dieses Pro-Superbike-Rennen am Hungaroring an. Und Sie sehen es schon, eine schwierige Strecke, schwierig zu fahren für das Feld der Pro-Superbike-Serie. Die Nachzügler gehen in die zweite oder dritte Kurve. Und Michael Liedl immer noch im Front und direkt hinter ihm der Mann mit der Nummer 1, Edwin Weibel aus der Schweiz auf der schnellen Ducati. Und da sticht er vorbei an Michael Liedl. Er hat also nicht lange sich das Geschehen an der Spitze angeschaut. Edwin Weibel gleich vom Start weg das Rennen bestimmt. Dritter übrigens mit der gelben Peter Lords Racing Team Ducati Udo Mark, der ja auch in der letzten Zeit hervorragend in Fahrt war. Zum Beispiel beim 500er Grand Prix in Hockenheim, wo er eine beeindruckende Leistung zeigte. Auf einem nicht ganz so guten Motorrad, aber er fuhr munter in den Punkterängen herum, bis er dann stürzte. Zu groß das Risiko da für Udo Mark. Aber jetzt sitzt er ja auf seiner gewohnten Ducati und die war am Salzburgring sehr, sehr schnell. Wir können also gespannt sein, wie dieses Rennen ausgeht bei diesem harten Kampf. Edwin Weibel mit einem Wheelie da aus der Kurve. Bei Michael Liedl wackelt es ein wenig und mit der Nummer 3 dahinter auf Position 4 der Mann Christa Lindholm auf der Yamaha vom Aral Racing Team. Und wir sehen das Feld noch ziemlich geschlossen zu Anfang des Rennens. Hier eine Kawasaki, eine Ducati von Körner sticht da vorbei und der erste Fahrer scheidet aus in die Boxengasse. Die Boxengasse kurz vor der Start- und Zielgerade, das heißt die erste Runde ist gleich beendet und Edwin Weibel immer noch im Front, schaut sich da um, da staubt es auf an die Hoffmann auch mit dabei. Edwin Weibel zum zweiten Mal in die Kurve nach der Start- und Zielgerade. Michael Liedl auf der 2 mit einem Slide. Udo Mark und dann Christa Lindholm auf Position 4. So langsam werden die Positionen bezogen bei diesem Pro-Superbike-Rennen auf dem Hungaroring. Schauen Sie sich diese Schräglagen an. Michael Liedl immer noch gut dabei, immer noch vor Udo Mark. Und das wird dem Udo Mark gar nicht gefallen. Er wird es doch hauptsächlich in seinem Interesse liegen, Punkte zu sammeln. Hier am Hungaroring für die Gesamtwertung. Und da sieht es ja für Udo Mark im Moment eigentlich ausgesprochen gut aus. Im Gegensatz zu Edwin Weibel, der bisher nicht so gut in Fahrt kam in dieser Saison. Zwar gut gefahren ist, aber technische Probleme hatte zum Beispiel am Salzburgring. Und im Moment sieht es so aus, als wenn Edwin Weibel sich ein wenig absetzen kann. Auf der 2 immer noch Michael Liedl mit der Kawasaki mit der Nummer 9. Die 17 dahinter, die gelbe, wunderschön anzuschauende Ducati von Udo Mark. Das Wunderwerk, das technische vom Peter Lords Racing Team. Dahinter dann die erste Yamaha von Christa Lindholm. Und der Schwede hat ja bereits am Salzburgring gezeigt, wie schnell er ist und dass er auch zur Not auf dem Zielstrich ein Rennen für sich entscheiden kann. Denn dort fing er auf dem Zielstrich Michael Liedl auf der Position 3 ab. Lindholm damals Vierter, Lindholm damals Dritter, Liedl damals Vierter in diesem Rennen. Auch Apata Marti, den Mann, den wir vorhin im Interview hatten, sahen wir da gerade und jetzt gerade kurz im Bild. Martin Wimmer mit der 66 ebenfalls auf einer Kawasaki. Das ist die Nummer 4, auch das eine Kawasaki. Roger Kellenberger vom Yamaha Aral Racing Team. Natürlich keine Kawasaki, das erkennen Sie eindeutig an den Farben. Das ist die Kawasaki mit der 32. Das ist Rob Phillip aus Australien vom Team Green Kawasaki Deutschland. Auch dort muss langsam
langsam mal was passieren bei Rob Phillis, obwohl Jochen Schmid ja das Potenzial des Motorrads mit seinem Sieg im zweiten Lauf am Salzburgring schon aufgezeigt hat. Wieder geht's runter, Fullspeed, die Start- und Zielgerade, und dann wird hart angebremst für diese schwierig zu fahrende Kurve. Herbert Enzinger sahen wir da kurz noch mit der 77, Andy Hoffmann mit der 2 und mit der Nummer 11, das ist der zweite Kellenberger, der Bruder von Roger auf der Yamaha, Marcel Kellenberger, der für Spire Team eine Kawasaki fährt. Aber immer noch in Führung die Nummer 1, Edwin Weibel, vor der Nummer 9, Michael Liedl, und die 17, das ist Udo Mark mit der Ducati. Dahinter immer noch die Nummer 3, das ist Christer Lindholm, der schnelle Mann aus Schweden, auf der Yamaha Awa Racing Team Yamaha. Edwin Weibel sieht so aus, als wenn er langsam dem Feld ein wenig davon eilen will und kann. Er fährt sicherlich schnelle Rundenzeiten jetzt in dieser Anfangsphase dieses Rennen. Und nach technischen Problemen sieht es diesmal nicht aus bei Edwin Weibel. Sein Motorrad läuft gut, lief ja auch bereits im Training gut. Michael Liedl wird allerdings jetzt hart bedrängt von Udo Mark. Mal schauen, wie dieser Kampf noch ausgeht. Michael Liedl, ein schneller Mann, der es bisher allerdings nie schaffte, eine Saison vernünftig zu Ende zu fahren. Entweder gab es Querelen mit dem Team oder er hatte unter Sturzverletzungen zu leiden. Vielleicht hat er ja von jetzt an im Verlauf der weiteren Saison ein wenig mehr Glück. Edwin Weibel, Michael Liedl, Udo Mark, diese drei bestimmen im Moment das Geschehen an der Spitze, aber noch mit Kontakt zu diesen drei Spitzenfahrern. Christer Lindholm aus Schweden mit der Nummer 3. Herrlich anzuschauen, wie sich diese Superbikes in die Kurve legen. Und da ein erstaunlicher Wackler von Michael Liedl beim Ausgang dieser Kurve. Da ist er ein wenig zu schnell über die Curbs gefahren und prompt geht Udo Mark vorbei, nutzt diese Gelegenheit kurz vor Ende dieser Runde. In der letzten Kurve jetzt vor Start und Ziel hat es Udo Mark geschafft, dann dieses kniffligen Manövers von Michael Liedl vorbeizuziehen. Und auch Christer Lindholm hat ein wenig aufgeschlossen. Ich schätze mal, er wird sich jetzt versuchen, den Michael Liedl zu attackieren. Aber vorne nach wie vor unangefochten Edwin Weibel, der am Meister, der Meister aus den letzten beiden Jahren auf der Ducati des DNL-Teams, wunderbar anzuschauen. Auch hier Christer Lindholm, die Schräglagen ja auch bei den Superbikes erstaunlich. Machen Sie das bitte im normalen Straßenverkehr nicht nach. Sie haben sicherlich nicht die technischen Voraussetzungen mit Slicks und eben halt dieser freien Strecke. Das sollte man dann wirklich nur auf abgesperrter Rennstrecke versuchen. Harter Kampf um Position 2. Udo Mark dabei ein wenig im Vorteil vor Michael Liedl, der jetzt gewaltig unter Druck steht von Christer Lindholm. Und vorne unangefochten Edwin Weibel, der Mann aus der Schweiz, der so unglaublich schnell Motorrad fahren kann. Allerdings nur dann, wenn alles stimmt. Und bisher stimmte es ja in dieser Saison nicht so gut. Auch Udo Mark fährt hart. Und ein Highsider von Michael Liedl. Gerade gering Christer Lindholm an ihm vorbei. Und da war das aus. Er hatte ja schon einige Rutscher bisher im Verlauf des Rennens. Und da sehen wir es nochmal in der Zeitlupe. Zu früh beschleunigt. Das Hinterrad geht weg. Und dann kann er die Maschine, die Kawasaki, nicht mehr halten. Michael Liedl rutscht ins Aus. Aber ich denke mal, Michael Liedl ist hart gesotten. Und es sah nicht so aus, als wenn dem Michael Liedl was Schwieriges dabei passiert ist bei diesem Sturz. Also aus der Traum für Michael Liedl. Auch bei diesem Rennen im ersten Lauf am Salzburgring hatte er ja schon Pech, als er die vorhin angesprochene Kollision mit Apat Hamati auslöste. Dortmals sprang ihm die Kette ab und diesmal ganz klar zu schnell Gas gegeben, zu früh Gas gegeben, dadurch dann der Highsider. Und damit sind die Positionen auf den ersten drei Plätzen wohl eindeutig bezogen. Vorne mit der Nummer 1 auf der Ducati vom DNL Corse Team Edwin Weibel aus der Schweiz. Dann mit der Nummer 17 Udo Mark und dann Christer Lindholm auf 3. Apat Hamati sahen wir hier gerade auf seiner Heimstrecke. Und da kommt das Feld. Hinter Christer Lindholm, harter Kampf um Platz 4. Mit der 77 Herbert Enzinger, mit der 70 Apat Hamati und mit der 32 Rob Phillis aus Australien. Auch er ein alter Haudegen, ein erfahrener Fahrer auf der Kawasaki des Team Green Kawasaki Deutschland. Dann mit der 4, ganz interessanter Kampf der beiden Geschwister. Die Nummer 4 des Yamaha Aral Racing Teams, das ist Roger Kellenberger aus der Schweiz und sein Bruder Marcel Kellenberger auf der Kawasaki des Bayer Teams. Da kann man auch mal genauer hinschauen, wie diese beiden Geschwister sich auf der Strecke schlagen. Aber im Moment hier bei dieser Spitzengruppe der Mann, der das Tempo bestimmt, Herbert Enzinger aus Einring, der schnelle Bayer auf der Ducati mit der 77 und der schwarzen Lederkombi. Das passt natürlich farblich nicht so schön, aber die Ducati sind schon tolle Motorräder und schnell sind sie auch, wie man im Moment sieht. Und Apat Hamati ganz vorne mit dabei, auch das sicherlich eine Überraschung, aber er hat es ja im Interview schon angekündigt, dass er es unbedingt wissen will auf seiner Strecke hier in Budapest auf dem Hungaroring.
Dort geht diese Gruppe, die um Platz 4 kämpft, in die Kurve. Ich denke mal, alle 6 Fahrer, die in dieser Gruppe sind, haben noch Chancen bis zum Ende des Rennens auf Position 4 zu landen. Und man weiß ja nie so genau, was vorne an der Spitze passiert. Es geht da um wichtige Punkte für die Pro Superbike-Serie, die auch Herbert Enzinger gut gebrauchen könnte. Ebenso wie Rob Phillis auf der Kawasaki. Apat Amati sowieso bisher nur 8 Punkte in diesem Jahr und wir blicken zur Spitze. Die 1, Edwin Weibel immer noch vor der 17, Udo Mark und die Nummer 3, Christa Lindholm. Und da kommt die Verfolgergruppe. Wie ein Rattenschwanz ziehen sie durch diese Kurven. Die Fahrer immer noch Herbert Enzinger vor Rob Phillis, Apat Amati, Lindholm auf der Yamaha. Der eine Lindholm, wohlgemerkt, vor seinem Bruder auf der Kawasaki. Und da hinten dran, das ist Andy Hoffmann, der so gerne noch einmal deutscher Superbike-Meister werden würde in seiner Karriere. Aber das Material stimmt in diesem Jahr noch nicht so ganz. Wir sind gespannt, wie es vielleicht an diesem Rennen für Andreas Hoffmann weiterläuft. Herbert Enzinger bremst, duckt sich sofort wieder hinter seine Verkleidung, ebenso wie Rob Phillis. Da geht es wirklich um Meter und Sekunden, ja nicht, um nicht zu sagen, um Millimeter. Und schauen Sie sich die unterschiedliche Linienwahl einmal an. Herbert Enzinger fährt die Kurve von außen an, Rob Phillis von ganz innen, aber die Positionen werden gehalten. Wobei Apat Amati im Moment ein wenig unter Druck steht, unter Druck des Yamaha-Fahrers, der allerdings zurückgefallen ist, Kellenberger aus der Schweiz. Herbert Enzinger, der schnelle Bayer, kann sich da immer noch behaupten, wird aber jetzt angegriffen von Rob Phillis, der natürlich nicht ganz vorbeikommt an dieser Stelle. Vielleicht klappt es in der nächsten Runde ja bei Start und Ziel. Beim Anbremsen zum Beispiel wäre eine gute Gelegenheit. Und ich denke mal, beim Anbremsen, da kennt der Rob Phillis, der alte große Haudegen aus Australien, sich sicherlich gut aus. Aber Herbert Enzinger wird natürlich alles dran setzen, diesen vierten Platz zu halten. Man sieht es förmlich, wie hart gefahren wird. Beim Anbremsen geht das Hinterrad ab und zu mal in die Luft. Das Hinterrad, dieser bis zu 100, da ein Sturz. Auch das sind 2 Ducatis. Das ist Sven Seidel, das ist ja bitter bei seinem ersten Rennen auf der Ducati. Und Thomas Körner, 2 Ducatis, also mit einem Mal aus dem Rennen. Tja, wollen wir nicht hoffen, dass noch mehr Stürze passieren auf dieser schwierigen Strecke am Hungaroring. Und während wir den Sturz gesehen haben, ist Rob Phillis vorbeigegangen an Herbert Enzinger und direkt dahinter mit der Nummer 11, der schnelle Kellenberger auf der Kawasaki. Ich könnte mir vorstellen, dass das sein Bruder Roger, der dahinter positioniert ist, mit der 4 auf der Yamaha ganz schön ärgern wird. Denn unter Geschwistern hat man das ja nicht so gerne. Und fast ein Highsider von Andy Hoffmann, der es aber nochmal so eben abfangen kann, das Motorrad. Und auch er liegt mit dieser Gruppe auf die Start- und Zielgerade ein. Die schwarze Lederkombi von Andy Hoffmann mit den weißen Punkten und dem gelben Stern jetzt im Moment am Ende dieser Gruppe. Rob Phillis fährt hart, versucht einige Meter gut zu machen auf Herbert Enzinger auf der Ducati. Das hier, die Kawasaki, die überhaupt nicht grün ist und auch ansonsten von der farblichen Zusammenstellung her ein interessantes Motorrad ist. Das ist die Nummer 11, Marcel Kellenberger, der ja schon am Salzburgring sehr, sehr schnell war. Ebenso wie sein Bruder Roger Kellenberger mit der Nummer 4 und Apat Amati nicht zu vergessen. Der Mann hier aus Budapest mit der Nummer 70. Andy Hoffmann nach wie vor am Ende dieser Gruppe. Aber wie gesagt, noch ist einiges drin für diese Fahrer im Kampf um Platz 4. Kurze Information über die Spitze, immer noch unangefochten in Front. Edwin Weibel mit der 1 vor der Nummer 17, was Sie im Moment im Bild nicht sehen. Udo Mark und auf 3 Christa Lindholm auf der Yamaha des Aral Racing Team. Rob Phillis auch schön anzuschauen bei dieser Kurve, wie er das Motorrad umlegt, beschleunigt, dann wieder runterschaltet, bremst und in diese schwierig zu fahrende Kurvenpassage einbiegt. Und da sieht es immer so ein wenig aus, als wenn er ein paar Meter gut macht. Die Kawasaki ja vom Handling sicherlich her ein tolles Motorrad. Aber da müsste irgendwann die Power von Herbert Enzingers Ducati einsetzen, der jetzt prompt, wo ich sagte, ein paar Meter wieder rankommt an Rob Phillis. Und die Nummer 11, der Kellenberger aus der Schweiz, versucht auf jeden Fall den Anschluss zu halten. Ganz persönlich freuen tut es mich, dass Apat Amati, der sympathische Ungar hier aus Budapest, es schafft, in dieser Gruppe in der Spitze mitzufahren. Noch vor Roger Kellenberger auf der Yamaha und noch vor Andy Hoffmann. Und das heißt schon einiges. So schwer können die Verletzungen von Apat Amati also nicht gewesen sein. Aber ich denke mal, im Moment der Mann, der die Pace macht in dieser Gruppe, Rob Phillis mit der 32, das Team Green Kawasaki. Auch ihn dürfte es freuen, dass er endlich mal vor seinem Teamkollegen Jochen Schmidt liegt, der das letzte Rennen auf dem Salzburgring gewonnen hatte, wenn auch nur knapp, aber immerhin gewonnen hatte. Rob Phillis kam am Salzburgring noch nicht ganz so gut klar. Er bemängelte vor der Saison, dass er zu wenig Trainingsfahrten hatte, aber mittlerweile scheint der Mann ja in Fahrt zu kommen.
Herbert Enzinger bleibt allerdings dran, ebenso wie Kellenberger auf der Kawasaki und auch Hamati den Anschluss noch halten kann. Jetzt allerdings ein Angriff von Enzinger, kommt nicht vorbei an dieser Stelle. Dort wurde das schon ein paar Mal probiert von den Fahrern, aber diese Stelle eignet sich offensichtlich nicht so gut zum Überholen. In dieser Pro-Superbike-Klasse am Hungaroring, spannender Rennsport auf jeden Fall. Und das ist ja das, was diese Klasse so interessant macht. Motorräder, die optisch den Motorrädern, die Sie zum Beispiel auf der Straße fahren, ähneln, die aber richtig PS haben, die richtig Leistung haben und vor allen Dingen die auch von Fahrern bewegt werden, die ihr Handgeschäft verstehen. Wie man hier bei Rob Phillis eindrucksvoll beobachten kann, die ganze Gruppe kämpft wirklich um jeden Zentimeter auf der Strecke. Es geht um Punkte und da will man natürlich die Nase vorne haben, wie jetzt zum Beispiel bei diesem doch gewagten Überholmanöver von Marcel Kellenberger, der Herbert Enzinger da innen überholte und durch dieses Manöver ist Apo Tamati auch gleich wieder mit rangekommen an Herbert Enzinger aus Bayern. Eine muntere Fahrt also hier von der Kawasaki, von Rob Phillis, dahinter eine Kawasaki, dann eine Ducati, dann wieder eine Yamaha und noch eine Yamaha und am Ende Andreas Hoffmann aus der Schweiz. Rob Phillis kann sich vorne halten, wird jetzt allerdings stark bedrängt von der Nummer 11, von Marcel Kellenberger und am Rand des Bilds ein Sturz von Herbert Enzinger. Die gelben Fahnen werden geschwenkt, Staub wirbelt auf, Herbert Enzinger also out of the race. Hoffentlich ist dem Bayern nichts passiert bei diesem Sturz im Eingang auf die Startzielgerade. Das sah doch relativ heftig aus im Gerangel um Platz 4. Herbert Enzinger also nicht mehr dabei, gestürzt und auch Apo Tamati hat prompt einen Rutscher. Lassen die Reifen vielleicht nach bei diesen hohen Temperaturen auf dem Hungaroring, wo die Reifen ja wirklich beansprucht werden auf dieser schwierigen Strecke mit den vielen, vielen Kurven. Mal schauen. Herbert Enzinger also nicht mehr dabei und dadurch eine Lücke. Eine Lücke zwischen Position 4, dem Mann mit der Nummer 32, Rob Phillis. Die Nummer 11 hält sich noch an Rob Phillis Hinterrad. Das ist Marcel Kellenberger, ebenfalls auf einer Kawasaki. Und dann ist ein kleines Loch entstanden durch den Sturz von Herbert Enzinger. Ein kleines Loch zu Apat Hamati, dem Lokalmatadoren mit der Nummer 70 auf einer Yamaha. Also diese Gruppe ein wenig zerrissen. Und wir hoffen auf Informationen über den Zustand Herbert Enzingers, der da doch mit ziemlich hohem Tempo quasi geradeaus fuhr. Ich denke mal, er hat das Vorderrad zu stark belastet und dadurch ist er dann aus dieser Kurve rausgerutscht und gestürzt, im Grünen gelandet. Aber Herbert Enzinger, ein Mann, hart im Nehmen. Wir drücken die Daumen, dass ihm nicht allzu viel passiert ist. Jetzt harter Kampf zwischen Rob Phillis und Marcel Kellenberger, wunderschön anzusehen. Dieser Zweikampf der beiden Kawasaki-Fahrer, er wird dann geschaltet in der Kurve und Apo Tamati steht ebenfalls unter Druck, wie wir im Hintergrund erkennen konnten. Und zwar unter Druck des zweiten Kellenbergers, Roger Kellenberger, die beiden ja Hamati und Kellenberger auf Yamahas. Marcel Kellenberger auf der Kawasaki des Team Bayer, sein Bruder Roger Kellenberger auf der offiziellen Yamaha Aral Racing Team. Und da sehen wir immer noch die gelben Flaggen, die geschwenkt werden, dank des Unfalls von Herbert Enzinger, der es ja nicht schaffte, diese Kurve zu passieren. Apo Tamati hier im Bild auf der Yamaha, direkt vor dem schnellen Schweizer mit der Nummer 4 auf der Yamaha. Das Aral Racing Team, Roger Kellenberger, also nach wie vor bemüht, den Anschluss zum Lokalmatadorn nicht zu verlieren. Spannend also wirklich dieses Rennen der Pro Superbike Serie. Dive-Fahrer unangefochten in Front, nach wie vor 5 Runden vor Schluss. Und zwar auf Position 1 der Trainingsschnellste und amtierende Meister Edwin Weibel, dann Udo Mark ebenfalls auf Ducati, dann auf Position 3 Christa Lindholm aus Schweden und dann direkt diese Gruppe hier, die wir natürlich verfolgen, weil dieser Kampf wirklich spannend ist. Der Kampf um Platz 4 zwischen Rob Phillis mit der 32 auf der Kawasaki des Team Green, dann mit der Nummer 11 der eine Kellenberger, nämlich der Marcel, der für das Bayer-Team eine Kawasaki bewegt, danach dann mit der 70 Apat Hamati, spannend anzuschauen, auch dieser Zweikampf zwischen ihm und dem zweiten Kellenberger, nämlich Roger Kellenberger, etwas den Anschluss verloren hat Andreas Hoffmann, der Ex-Meister, auf seinem Motorrad, welches ja in dieser Saison noch nicht so gut in die Pötte kommt. Andreas Hoffmann also auch eher bemüht, den Anschluss zu wahren. Jetzt Attacke von Kellenberger mit der Kawasaki, aber gekontert von Rob Phillis. Da kommt die ganze Erfahrung des Australiers diese Fahrt zugute. Er hat es also noch einmal geschafft, die Privat-Kawasaki aus dem Team Bayer von Kellenberger doch noch auf Position 5 zu halten. Rob Phillis aber weiterhin unter Druck. Und jetzt geht's gleich wieder auf Start und Ziel. Da konnten wir soeben einen Rutscher von Apat Hamati erkennen und prompt ist der zweite Kellenberger, nämlich der Roger Kellenberger, mit der Yamaha vorbeigegangen. Werden wir den amtierenden deutschen Meister und den Leader dieses Rennens in Führung sehen.
Edwin Weibel mit der 1 schaut sich um und es sieht so aus, als sollte Udo Mark ein wenig näher gekommen sein. Jetzt hier in der Anbremsphase nach Start und Ziel. Udo Mark auf der gelben, ja, auf der gelben Ducati des Peter Lords Racing Team, der jetzt in der Endphase des Rennens also natürlich noch einmal versuchen wird, Edwin Weibel zu attackieren. Ganz hinten im Hintergrund konnten wir die Nummer 3 sehen. Der Mann aus Schweden, der Christer Lindholm, wird wohl keine Rolle mehr spielen, wenn es um den Sieg in diesem Rennen geht. Aber eine Position 3 bringt ja auch Punkte für die Pro Superbike-Wertung. Aber interessant natürlich dieser Zweikampf an der Spitze. Edwin Weibel, Ducati, DNL Corse Team vor Peter Lords Racing Team und Udo Mark mit der 17. Finde ich übrigens eine gute Idee, dieses Motorrad mal ganz gelb zu lackieren. Eine Farbe, die ja eigentlich nicht zu Ducati passt. Da ist traditionell das Rot eher favorisiert. Aber das gelbe Motorrad von Udo Mark sieht wunderschön aus mit der Kombi. Und wunderschön auch anzusehen, diese Fahrt dieser beiden Spitzenfahrer, die wirklich jetzt in der Endphase des Rennens nochmal alles geben. Edwin Weibel weiß genau, dass er sich nicht den kleinsten Fehler leisten kann. Den würde Udo Mark nämlich sofort ausnutzen. Udo Mark, für den es ja in dieser Saison bisher wunderbar lief. Nach dem Wechsel von Yamaha auf Ducati, 91 war Udo Mark ja überlegen deutscher Meister in der Pro Superbike Serie. Er lebte dann zwei nicht ganz so glückliche Jahre mit vielen Stürzen, vielen Problemen, einem verpatzten Einstieg in die Superbike WM und dann hat er das Team gewechselt und schon ist er wieder da und offensichtlich ist die Unterstützung im Peter Lords Racing Team hervorragend, denn es sieht so aus, als sollte er noch einmal näher herankommen an Edwin Weibel jetzt in der Endphase des Rennens und das spürt natürlich auch Edwin Weibel, der jetzt über Start und Ziel fährt, noch einmal Gas gibt, um alles aus der Ducati herauszuholen. Und da sieht man dann das Ergebnis. Schnellste Runde für Edwin Weibel und das in der Endphase des Rennens. Schnellste Runde mal wieder für Edwin Weibel, der also dann doch endlich in Fahrt kommt in dieser Saison. Aber wir haben es ja vorhin in unserem Expertentipp gehört. Bisher brauchte Edwin Weibel immer so eine leichte Anlaufphase, um die Saison zu starten. Die Saison in der Pro Superbike Serie. Hier heute am Hungaroring auf diesem wundervollen Grand Prix Kurs, der flüssig zu fahren ist, wunderbare Kurvenszenen bietet. Und das hier, das ist der Kampf an der Spitze, liebe Motorsportfans. Und da sollte man keine Szene verpassen. Edwin Weibel mit der 1 vor Udo Mark mit der 17. Wir sind gespannt, wie dieses harte Duell ausgeht. Nicht mehr lange zu fahren. Noch 9 Kilometer dürfen es rund sein oder ein wenig mehr. Ein Rutscher von Edwin Weibel. Das heißt auch, dass in dieser Endphase alles gegeben wird, auch da beim Anbremsen zu beobachten, wie hart Edwin Weibel fährt. Und das hier, das sind Nachzügler, das sind Fahrer, die gleich zu überrunden sein werden von den beiden Leuten an der Spitze. Hoffentlich wird da nicht das Rennen entschieden, wie wir das schon so einige Male nicht nur bei den Superbikes erlebten, dass diese Nachzügler nicht rechtzeitig genug Platz machten für die Spitzengruppe und dadurch ein Durcheinandermischen des Zwischenklassements entstanden ist. Edwin Weibel wieder mit einem Wheelie hier aus dieser Passage heraus. Udo Mark fährt da etwas ruhiger. Ich weiß nicht, ob das Zeit bringt, dass er dort etwas ruhiger bleibt. Und es geht jetzt wieder auf Start und Ziel zu. Die letzte Kurve vor der Start-Zielgeraden. Immer noch Edwin Weibel mit der 1. Holschwung für die Start-Zielgerade. Beschleunigt seine Ducati noch einmal voll aus. Und da ist Udo Mark, der jetzt dann langsam doch was tun muss. Vielleicht versucht er es jetzt nochmal beim Anbremsen. Ein paar Meter zu gewinnen. Ein paar Meter auf Edwin Weibel, den am amtierenden deutschen Meister der letzten zwei Jahre. Er ist ja seiner Marke treu geblieben, mit der er 1992 und 1993 in beeindruckender Manier den Titel einfuhr. Edwin Weibel auf der offiziellen Ducati des DNL-Teams. Edwin Weibel jetzt in der Kurve, er liegt neben dem Motorrad, die Kniepads schleifen am Asphalt, der hier auf dem Hungaroring ein bisschen wellig ist. Das heißt, man braucht wirklich ein gutes, perfekt abgestimmtes Motorrad, welches diese beiden Fahrer mit Sicherheit haben. Edwin Weibel mit der 1 vor Udo Mark mit der Nummer 17 mit der Ducati des Peter Lords Racing Team. Dritter übrigens immer noch, auch wenn im Moment nicht im Bild zu sehen, Christer Lindholm auf der Yamaha des Yamaha Aral Racing Teams, aber ich schätze mal, er hat keine Chance mehr, in diesen letzten Runden einzugreifen in den Kampf um die Spitzenposition, in den Kampf um die 20 Punkte, die es für Platz 1 ja zu gewinnen gibt in dieser Pro Superbike Serie hier am Hungaroring. Noch einmal Edwin Weibel beim Umlegen, Anbremsen, runterschalten und dann geht's wieder auf die nächste Gerade. Leichtes Wackeln am Vorderrad zu bemerken.
Aber das schert einen Kollegen wie Edwin Weibel natürlich nicht, der wieder mit einem Wheelie hier rausfährt aus dieser Passage. Und jetzt hat er ein paar Meter gut gemacht. Ich glaube, die schnellste Runde, die wir vorhin gesehen haben, war so das Startzeichen für seine Schlussattacke. Udo Mark bloß nicht leer kommen zu lassen. Er will unbedingt als Erster endlich mal wieder über den Zielstrich fahren. Der Edwin Weibel aus der Schweiz, und verdient hätte er es, der sympathische Fahrer, der jetzt in die letzte Runde geht. Vor ihm sehen Sie die Nachzügler noch einmal, also 3,9 Kilometer. Konzentrieren wir uns auf diese letzte Runde für Edwin Weibel aus der Schweiz, und hoffentlich kommt er gut an die zu überrundenden Fahrer vorbei. Da, das ist fair, die Nummer 75 macht wunderbar Platz für den amtierenden deutschen Meister, und hoffen wir natürlich auch, dass Udo Mark vorbeikommt. Obwohl, wenn der Udo clever ist, dann riskiert er jetzt nicht mehr allzu viel, denn 17 Punkte sind besser, als auf dem Leder ins Gras zu rutschen. Edwin Weibel sticht dadurch wie ein Messer durch die Butter, durch dieses Feld der Nachzügler. Und es dürften jetzt noch ungefähr 2 Kilometer sein für den Mann aus Buchhaus in der Schweiz, der damit einen Sieg feiern wird. 20 Punkte bekäme er, gut geschrieben, wenn jetzt alles glatt geht auf den letzten Metern für den Ducati-Fahrer, der jetzt innen wieder an einem Nachzügler vorbeigeht. Edwin Weibel legt noch einmal um, bremst jetzt gleich noch einmal hart an, wieder runterschalten und dann wieder beschleunigen. Das Beschleunigen muss wirklich Spaß machen mit diesem tollen Motorrad, mit der Ducati, die Edwin Weibel hier sicherlich zu 20 Punkten bewegen wird, zu seinem Sieg in dieser Saison. Wunderbar anzuschauen. Noch einmal das Wheelie, das wir ja schon öfter genießen konnten. Und Sie sehen es, Udo Mark hat offensichtlich ein wenig zurückgesteckt, fährt die 17 Punkte für Platz 2 sicher nach Hause. Ein letztes Mal geht's hoch zur Boxeneinfahrt, zur letzten Kurve für Edwin Weibel, der jetzt gleich auf den Zielstrich kommen wird. Die Nummer 1, der Platz 1 in diesem Rennen am Hungaroring. Und da freut er sich, Edwin Weibel, mit dem verdienten Jubel des Siegers. Edwin Weibel also auf Platz 1 vor Udo Mark, auf 3 Christer Lindholm auf der Yamaha, 4. Roger Kellenberger aus der Schweiz bei diesem Rennen am Hungaroring, und 5. vom Team Green Kawasaki Rob Phillips, 6. Andreas Hoffmann, 7. Bernhard Schick, 8. Jochen Schmid, 9. Michael Rudroff. Und dann 10. und bester Suzuki-Fahrer Rainer Jenisch. Auch das eine Platzierung, die durchaus noch mit Punkten belohnt wird. Bei diesem wirklich spannenden Rennen, welches wir hier genießen konnten, das wollen die Fans sehen von der Pro Superbike-Serie in diesem Jahr. Rennsport at its best, da die karierte Flagge. Und noch einmal eine wunderbare Zeitlupenstudie vom jubelnden Edwin Weibel, der ja fast schon verzweifelt wäre am Salzburgring. Ich erinnere mich gut, als er beim Start das Motorrad wechseln musste. Nun gut, wir sind gespannt auf die Auflösung unseres Tipps. So, nach dem Rennen freut es mich natürlich, dass mein Tipp ins Schwarze getroffen hat. Es freut mich sehr für Edwin, es freut mich für Ducati und für die DNL-Truppe. Es freut mich auch für Udo Mark, dass er Zweiter gemacht hat, und für Christer Lindholm, der einen 3. Platz gemacht hat. Es war ein wunderschönes Rennen, und ich drücke Edwin weiterhin die Daumen. Vielleicht schafft er es noch, seinen Titel zu verteidigen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auch der Tipp also Spitzenklasse an diesem Wochenende, und wir kommen jetzt natürlich gleich zu den Interviews mit den 3 Fahrern, die auf dem Treppchen stehen. Glückwunsch zum äußerst spannenden Rennverlauf und natürlich zum Sieg, ersten, zweiten, dritten Platz. Kurze Worte von euch. Ja, für mich war es klar, ich wollte am Anfang schon wegfahren, weil aufgrund der guten Trainingszeiten habe ich gedacht, dass ich vielleicht wegkomme vom ganzen Pulk und somit konzentriertere Runde fahren kann. Und es ist mir eigentlich fast gelungen. Ja, bei mir gab es 2 Probleme. Einmal bin ich irritiert worden durch den Frühstart von Michael Liedl. Und dann hatte Edwin mich dahinter ausgebremst. Ich war dann 3. Und Michael Liedl hat mich dann etwas aufgehalten. Er hatte dann einen Rutscher, konnte ich vorbei. In der Zeit hat aber der Edwin schon ein paar Meter Vorsprung geholt. Hab versucht, es wieder einzuholen, kam mal näher, aber musste dann zu hohes Risiko eingeben und habe dann lieber zurückgesteckt und mir sicher den 2. Platz nach Hause gefahren. Und muss sagen, der Edwin ist super gefahren. It was a good race, and we're still testing for the race. We had some problem with the chassis. Chassis get a lot better, and I hope I can stay with the fast guys in the second race. Ja, Christian Lindholm sagt, es war ein schwieriges Rennen, ein sehr gutes Rennen, und sie hatten ein paar Probleme mit dem Fahrwerk, aber sie werden das gleich im nächsten Rennen gut hinkriegen. Danke. Und hier haben wir die Teamwertung, gleich präsentiert vom PS, das Motorradsportmagazin und Hein Gericke. Auf 1, gleich mit Punkten gesegnet, 78 Punkte für Peter Lords Racing Team und auch fürs Ducati Team. Da geht es dann weiter mit Suzuki Deutschland auf 6 mit 7, dem Bayer Team.
11 Hein Gericke Tiede, 12 Gruschka Racing, 17 Punkte. Aber das eher Fahrer, die keine Rolle im Spitzenkampf zählen um die Pro Superbike Serie. Und die verdiente Siegerehrung für die Fahrer ganz oben. Ein glücklicher Edwin Weibel, hart hat er gekämpft vor Udo Mark auf der 2 und Christa Lindholm auf Platz 3 des Treppchens bei diesem Rennen hier am Hungaroring. Und wir kommen jetzt gleich zur Wertung, zur Fahrerwertung. Wir sehen noch einmal Edwin Weibel mit seiner Ducati. Auf 1 Udo Mark mit 115 Punkten vor Christa Lindholm. Dritter jetzt Edwin Weibel, vierter Marcel Kellenberger. Als sechster der beste Suzuki-Fahrer Rainer Jenisch, Jochen Schmid, der Gewinner vom Salzburgring, auf der 7 vor seinem Teamkollegen Rob Phillis. Herbert Enzinger auf der 11 mit der Ducati, ebenfalls auf Ducati mit der 12 Bernhard Schick. In der Box vom DNL Ducati Corse-Team. Der Edwin Weibel hat gerade den 5. Lauf zur Pro-Superbike-Serie gewonnen hier am Hungaroring. Edwin, jetzt wo sich die ganze Aufregung etwas gelegt hat und du das Rennen etwas entspannter sehen kannst, erzähl uns noch mal ein bisschen was zu deiner Strategie in dem Rennen. Wie ist gelaufen? An was denkt man dabei? Einfach mal, dass uns Zuschauer mal sehen, was passiert mit dem Fahrer in so einem Rennen. Ja, ich habe gute Teamleistungen gehabt im Training. Alle haben gut mitgearbeitet. Ich habe ein tolles Motorrad gehabt. Gute Zeiten und wollte das natürlich zu dem ersten Lauf von heute umsetzen, indem ich sofort wegfahre und das Rennen von vorne kontrolliere. Das ist mir eigentlich fast mühelos gelungen. Am Anfang war ein Fehlstart. Da war irgendein Lidl vorne und der Mark. Den Mark habe ich gerade überholt, den Lidl habe ich gar nicht beachtet oder auch überholt und bin dann weggefahren und habe dann nach hinten geschaut. Wenn der Udo näher gekommen ist, bin ich halt wieder schneller gefahren. Und so konnte ich eigentlich das Ganze gut kontrollieren. Habe mit keinerlei Probleme gehabt damit. Reifen waren okay, Motorrad war toll, alles okay. Ja, auch uns gegenüber sitzt natürlich der Wolfgang Zein, der Teamchef von Edwin Weibel. Wolfgang, sag uns noch ein bisschen was zur Teamstrategie aus diesem Jahr. Wie habt ihr euch vorbereitet, dass ihr diese super Leistung realisieren könnt? Wo soll es hingehen dieses Jahr? Also wir fahren erstmals dieses Jahr mit Motoren aus Bologna, aus dem Werk, die dem deutschen Importeur DNL zur Verfügung gestellt werden. Die Motoren sind in Italien vorbereitet worden und werden hier in Schuss gehalten von Michael Seber. Das bedeutet, wir haben ein beinahe neues Team um den Edwin herum. Und wir hatten uns natürlich gedacht, mit dem Edwin den Hattrick zu schaffen, das heißt wieder Meister zu werden, sind ein bisschen unglücklich gestartet, aber glauben, an die Leistung von heute anknüpfen zu können, also versuchen, die weiteren Rennen zu gewinnen. Ja, wir hoffen, dass euch diese Strategie aufgehen wird und dass wir euch noch öfter interviewen können. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Rennen und viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke. Ja, Gratulation auch nochmal von dieser Stelle an den verdienten Sieger Edwin Weibel. Er hat sich auf Position 3 der Pro Superbike Serie verbessert mit diesen 20 Punkten. Allerdings der Abstand zu Udo Mark und Christa Lindholm ist gewaltig über 40 Punkte. Da muss er also noch einiges tun, der Edwin Weibel. Und ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß bei diesem fantastischen Rennen vom Hungaroring beim 5. Lauf. Und wir freuen uns natürlich auf den 6. Lauf, der sicherlich ebenso spannenden Motorsport bieten wird. Hier vom Hungaroring von dieser wundervollen Strecke. Von einer wundervollen Rennsportserie, von der Pro Superbike Serie 1994. Das war's. Viel Spaß beim weiteren Rennen.